Leute, willkommen zu G-Zone. Heute von der PS3 Thrasher, ein PS1 Skate Game. Und ich drücke gleich mal auf Aufnahme. Zack. So, hier sehen wir, was wir machen müssen. Und hier ist mein Timer. 10 Minuten geht's. Dann ertönt der Alarm. Also, let's go. Die Steuerung ist auf jeden Fall anders wie bei Tony Hawk. Die Tastenbelegung ist anders. Man macht jetzt Tricks, nicht indem man hochspringt und dann eine Kombo sozusagen drückt. Wir machen jetzt einfach Tricks, indem wir eine Taste drücken, wo ein Trick dafür belegt ist. Das heißt, in dem Fall ein bisschen einfacher. Aber man muss sich, wie man bei mir jetzt auch platziert, ziemlich hereingewöhnen. Aber bis man das mal auch richtig drin hat, auch mit dem Absprung, ist es nicht ganz so einfach. Und man sieht hier, das ist eigentlich der Freeskate-Modus. Und man failt echt oft hin. Aber da es vom Thrasher ist, ist sehr viel lizenziert. Natürlich gibt es jetzt keine lizenzierten Skater, wie man es vielleicht von Tony Hawk kennt. Aber man kann trotzdem coole, stylische Tricks machen. So, jetzt habt ihr dieses Areal gesehen. Es gibt, wenn man es geschafft hat, schaltet man ein neues Areal frei. Man schaltet leicht andere Kostüme frei für den jeweiligen Skater. Und wir werden jetzt einfach mal den Lauf starten. Und zwar, indem wir auf Select drücken. Ich finde, das Spiel sieht immer noch super aus. Grabs kann man auch machen. Und jetzt versuchen wir, die Trickvorgabe zu erreichen. Es gibt auch so eine Art Contests, die man machen kann. Die sind ein bisschen anders strukturiert, weil es da, wenn man stürzt, sein kann, dass man einen Punktabzug kriegt. Das ist hier nicht so. Und die Musik ist wirklich einfach nur genial. Es gibt recht wenig Anzeigen. Und am Ende jedes Levels, sofern es kein Contest ist oder kein Skatepark, kommt ein Polizist, der einen verscheuchen muss. Und dann sieht man ihm aus Ego-Perspektive, wie man verfolgt wird. Aber das seht ihr alles gleich. Zack. Und man muss da schon ziemlich genau skaten und man muss in die Steuerung rein. Man schaltet mit der Zeit dann auch wie bei Tony Hawk nur Tricks frei. Und es ist schon alles sehr geil gemacht. Auch wenn die Levels jetzt keinen Innovationspreis gewinnen. Es gibt eine Bord-Schadensanzeige links unten. Man zeigt, wenn man Switch steht. Die Anzeige steht eben dafür, wie kaputt mein Board ist. You better start moving, because here I come. Komponente. So, jetzt sehen wir hier, wie der Polizist uns verfolgt. You can't hide from me. Tja, und schon haben wir es gewonnen. You got a lucky punch. Und drunter war dann noch die Punktzahl. Wenn die grün leuchtet, dann haben wir die Punktvorgabe erreicht. Dann gibt es noch immer so einen kleinen Film. Manchmal auch das Intro. Packe ich vielleicht, wenn noch Zeit ist, kurz was am Schluss, aber nur wenn Zeit ist, was ich nicht denke. Aber das kommt auch irgendwann mal. Vielleicht machen wir mal einen Test dazu. 5 Minuten. Naja, 5 Minuten 40 Sekunden haben wir noch. Okay, jetzt sehen wir ein bisschen die Statistik. Jetzt kann ich mir schon einen Sponsor auswählen. Wir nehmen mal DC. So. Speichern schnell. Man kann es, wie gesagt, auf der PS3 zocke ich es, weil es einfacher für mich ist. So, speichern wir.
funktioniert alles sehr gut. Musik ist klasse. Jetzt können wir hier uns Schuhe von CC auswählen. Was machen wir jetzt gerade? Levelauswahl gehen wir, weil wir müssen ja schnell durchkommen. Und jetzt geht's ab nach New York. Die Punktevergaben werden dann immer schwieriger. Man lernt dafür neue Tricks dazu. Man sollte sich auch auf jeden Fall die Trickmenüs angucken. 5 Minuten haben wir jetzt noch. Verdammt, die Zeit geht schnell vorbei. Da es sonst fast nicht schaffbar ist, das starten wir auch gleich. Es gibt Bonus für dieses BR. Und ich sollte hier nicht reinfahren, weil hier fährt ab und zu ein Zug. Und wenn der mich erwischt, bin ich futsch. Und das wäre nicht so. Aber auch wenn die Menschen nicht böse aussehen, gerade das. Dann sieht man eben, ich habe jetzt 4 Schadenspunkte, 100 Schadenspunkte kann ich machen. Dass man nicht hinfällt. Sonst passiert so was Citation. Aber vielleicht 2 Minuten habe ich und in 2 Minuten kann man das auch gut schaffen. Versuchen wir mal heftiger Tricks. Starke Tricks haben wir noch nicht, also muss man ein bisschen spielen. Aber man kann schon sagen, das Game macht echt Laune. Vor allem, ich finde es zum Teil fast besser wie Tony Hawk wegen der Musik. Auch wenn Tony Hawk sich besser steuern lässt und sehr arcade-lastiger ist. Aber man kann dem Spiel schon nur sagen, also Thrasher, das Date and Destroy hat das Spiel eigentlich. Wurde nur. Thrasher wurde mitentwickelt, dass die Leute es da schon nicht drauf haben. So ist ein bisschen Käse. Jetzt kommt Fall oder macht irgendwas. Ja gut, also, was soll ich sagen? Ein bisschen schade ist, dass ich es jetzt gerade mit den Sticks zocken kann. Ja. Jetzt muss ich gucken, dass mein Board nicht crackt. Und ich brauche auf jeden Fall noch die ganzen Punkte, weil ich habe jetzt noch 20 Sekunden. Auch wenn ich sagen kann, ich gehe auf Risiko, was ich jetzt auch machen muss. Weil erstens ist die Zeit jetzt gleich um. I see the delinquent! Ich kann jetzt nämlich, wenn ich hier Tricks mache. Slow down already! Great to Reich is when I catch you next time! Habe ich noch schnell Punkte bekommen. 30 Sekunden habe ich noch. Hier sehen wir jetzt die neuen Tricks, die ich machen kann. Die werden zum Teil auch echt kompliziert.
Aber ich muss sagen, Skate and Destroy, geiles Spiel, habe ich mir damals für aus dem Aldi geholt. Jetzt speichern wir nochmal. Aber später wird es richtig anspruchsvoll, man muss auch richtig, sich richtig Routen überlegen für das Game, dass man es zocken kann. Ja, wir überschreiben. Und das ist dann schon echt heftig. Unser Alarm. Timer ist abgelaufen. So, das war's von G-Zone Ingame mit Fresher Presents Gate and Destroy. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Man sieht sich zu noch mehr Games. Bis dahin und bis auf dann.